bist. Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Ist jetzt ein Street Odyssey mit Minion Pirates. Wir machen gerade weiter. Wir müssen jetzt das Wasser holen. Das verbotene Wasser. Ja, es gibt verbotenes Wasser hier. Verboten. Aber natürlich, verbotene Dinge zu tun, macht ja immer am meisten Spaß. Das wissen wir ja immer. Ja, genau, fahren wir kurz rüber. Denn verbotene Dinge sind nicht immer besonders interessant. Wow. Genau. Und ich bin da. Ah, wo ist das verbotene Wasser? Ist das hier das Wasser? Ja. Hm. Also, hier ist übrigens Wasser, ne? Aber... gut, folgen wir den Qualen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Dieses Wasser vermag. Menschen starben auf der Suche danach. Wenn ich auf jeden Fall es für richtig sind. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Hey! Komm runter! Weil lange das Wasser da legte. Hallo! Achso. Hey, ist ja gut. Ich wollte nur das verbotene Wasser haben. Aber ich glaube, das ist zu viel, ne? Viel ist gut, ne? Ist wohl zu viel, ne? Was sind alle drei? Oh nein, ich hätte die drei vorhin besiegen können, ne? Hätte ich jetzt einfacheres Spiel gehabt. Verdammt, hätte ich vorhin. Ich war überlegen, machst du sie platt? Da dachte ich mir so, nö, lass mal. Hätte ich jetzt nicht platt machen sollen. Danke, Spiel, ich hätte es verstanden, es war ein Fehler. Also ich hätte sie vorhin platt machen können. Dann hätte ich mich drei gehabt und dann nur die drei. Hätte nur das Trio besiegen müssen. Ich glaube, ich deutlich einfach. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh gut. Wenn er jetzt sterben würde, wäre es genau das. Ist. Ich hau doch die ganze Linie. Theoretisch. Danke. Da, der wäre weg. Ja, oh ja, geile Kamera. Ja, toll. Oh. Klasse.
Scheiße, scheiße, ja, ja, ja. Gut. Ist doch gut, Junge. So, noch die drei haben wir. Aber warum wird das Wasserbild schon so gut bewacht? Das wird fabelhaft bewacht. Kannst ja nicht meckern, ne? Es wird ja richtig gut bewacht, ne? Da kannst du ja nichts sagen, ne? Also gut bewacht wird der Scheiß ja, ne? Ist, obwohl es da Wasser ist. Ah, Persephone ist wach und können mich nicht aufhalten. Nicht mehr. Ja, ich weiß, ich hatte damit ganz am Anfang hatte ich echt Angst zu dem DLC, ne? Als wir da angefangen haben. Weil es so heftig war. Aber ging das irgendwann. Wir sind nur am Anfang heftig. Ist echt so, also daher geht es eigentlich schon. Was? Von wo denn? Ja, von oben, weil oben nach oben gepoltert, ja. Okay, der erste ist schon mal weg. Hast du keinen Bock mehr zu kämpfen, oder? Was mit deinem Freund? Was? Die letzte Zuflucht. Wenn meine Liebe nicht erwidert wird, so bleibt nur noch dies. Um im Schmerz zu entfliehen. Der See von mir wird mich nicht daran hindern. Geh. Du hast die Höhle betreten. Dann hast du gefunden, was vom Wasser der Lethe übrig war. Habe ich. Oh, sei gnädig und lass mich davon trinken. Ich habe meine Frau im Tartaros verloren und ihre Schreie verfolgen mich bis in meine Träume. Bitte, lass sie verstummen. Nun, es kann nicht schaden. Aber nur einen Schluck. Das Wasser wird gebraucht. Ich? Wer bist du? Unwichtig. Es ist nicht von Belang. Hm? Okay. Na gut. Triff dich mit Hekates die Untertperson. Okay. Oder gibt's da auch noch was nicht? Ah, sehr gut, dann muss ich nicht den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Nur noch überbringen. Ja, das sollte kein Problem werden. Hoffentlich. Aber eigentlich glaube ich, dass weniger als das jetzt ein Problem wird. Wir müssen es ja nur überbringen.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auch nicht hier Hekate vertrauen können. Weiß ich nicht. Irgendwie warte ich nur darauf, dass es hier irgendwie knallt. Gut. Na, hoffentlich befindet sich bitte östlich vom Dorf der glorreichen Toten. Nett. Hoffentlich hat es jetzt einen relativ guten Spot. Dass ich da gut hinkomme von hier aus jetzt und nicht mit da sonst was machen muss. Weil bezweifle ich das. Ich muss sagen, ein Wikinger-Setting finde ich schon geil, ne? Aber es könnte das bisher mein interessantes Setting. Das kann ich, wurde es jetzt nicht immer gewünscht. In Japan wurde es ja oft gewünscht. In Japan können wir auch gut wollen. Ein Samurai wie Sekiro. Das können wir, oder jetzt hier Ghost of Tsushima, was man ja auch hat. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Das ist der richtige Ort. Ich habe gut vorstellen. Oh nein, das wäre direkt in die Gegner haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass der nächste Samurai kommt. Können wir natürlich vorstellen. Wikinger. Jetzt Samurai ist ja gar nicht so lange bekannt. Und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass im nächsten Teil Samurai stehen wird. Ja, mal gucken. Gehen wir dann hier. Witzig wäre es aber. Da gehen würde, ne? Was? Ja, natürlich, als ob er das noch sieht. Kann ich ihn agieren? Nein, kann ich nicht. Ah, oh, es ist so klar gewesen. Wenn du ein passieren musst. Nein, ich bin da. Bewegen euch ja nicht weg, ne? Keine Ahnung. Oh Gott, hab ich Glück gehabt. Du bist Hekates Vertraute. Hast du das Wasser der Lethe? Ich habe es. Was macht es so besonders? Ein Mann, der davon trank, verlor nach einem einzigen Schluck den Verstand. Sterbliche trinken das Wasser der Lethe, um ihre Vergangenheit zu vergessen und in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Doch Persephone lässt uns das Elysion nicht verlassen, solange sie selbst hier gefangen ist. Ich verlor meinen Seelenverwandten. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber den Schmerz vergessen. Gib mir das Wasser! Wenn ich ihr das Wasser gebe, kriegt sie sozusagen mit ihr Gehirn gelöscht. Weil sonst lebt sie im dauerhaften Schmerz. Ja, gut, hier. Hier, trink davon. Auf dich, armer Theron. Mögen wir in Unwissenheit vereint sein. Theron, der Sohn der Silberzunge? Moment! Ich muss sagen, ich fühle mich ein wenig benommen. Und wie?
wie soll ich dich jetzt zu Adonis bekommen? Ach, voll. Mist, jetzt will ich auch noch. Nein. Scheiße. Nein, nein, nein. Oh, na toll. Na toll. Ich habe gerade eine ganz gute Route. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Lauf. Ich hab doch die Taste. Nein! Nein. Oh ja, ich glaube, ich hab's. Ja, achso, sorry, wusste ich nicht. Tut mir leid. Oh Gott, wie Glück. Oh Gott, das war gut. Das war gar nicht mal so übel. Das lief gut. So, okay. Was ist mit ihr geschehen? Sie trank von dem Wasser der Lethe. Ich gab ihr die letzte Fiole. Was? Warum hast du das getan? Hekate sagte, die Frau würde im Tausch gegen das Wasser die Rebellion unterstützen. Was nützt sie der Rebellion, wenn sie weder weiß, wer sie ist, noch wofür sie kämpft? Das klingt für mich nach einem von Hekates Streichen. Sie erwähnte den Namen ihres Geliebten. Theron. Der Sohn der Silberzunge? Du hast ihn aus Persephones Griff befreit. Sie hätten wieder vereint sein können. Ich sollte es ihn wissen lassen. Stimmt. Das wird doch nicht so gut. Ne? So, so hat sie keinen Schmerz mehr, ne? Scheiße. Aber ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl. Vielleicht war es doch nicht so gut, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl. Dass Hekate uns reinlegen wird. Und nicht nur so, sondern auch wirklich mit. Und ein paar anderen Tricks. Ich hoffe nur, dass ich falsch liege. Oh nein. Scheiße, Jenny, ich bin dran. Nein, ich bin hier. Ich bin, nein. Ja, ist gut. Ich schau mal ab. So. Aber im Valhalla kann man ja irgendwie noch eine Siedlung bauen, ne? Hab ich auch schon gehört. Also ich glaube, wird noch ein großes Grüße oder Pilz Odyssey. Ja gut. Ich weiß auch noch nicht, wann wir es anfangen. Ich weiß es nicht. Weil einerseits finde ich das, würde ich das ziemlich doof finden, wenn wir hier in den Klassikern der Klassiker sind Streets und dann wechsle ich auf Valhalla. Ah, das ist immer doof. Wir müssen tatsächlich dann mal irgendwann gucken, wie wir das anstellen. Einerseits dauert es aber sehr, sehr lange, bis ich Valhalla spiele. Aber andererseits könnten wir, wenn wir so lange warten, das Spiel schön patchen lassen. Und es dann halt zocken, wenn alle DLCs draußen sind. Und dann können wir es so am Stück zocken.
Hätte auch was. Mal gucken. Endlich wird es eine Lösung geben. Endlich freue ich mich auf alles jetzt ins Spiel, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie die Dinge enden. Ich habe bei vielen dann gar keine Ahnung mehr, wie die überhaupt enden und wie es war. Deswegen, ich freue mich, so wie nochmal alle hier alle auf den Kanal zu bringen. Hallo. Bin ja da. Ich habe bereits erfahren, dass du getan hast, worum ich dich gebeten hatte. Sehr gut. Und um welchen Gefallen hast du Cassandra gebeten? Persephone, Gerüchten zufolge hat das Wasser der Lethe seinen Weg zurück in das Elysion gefunden. Wage es nicht, dich herauszureden. Du bist die einzige Person, die weiß, was mir das Wasser der Lethe bedeutet. Es tut mir leid. Du könntest nie die Unwägbarkeiten göttlicher Schöpfungen wie das Wasser der Lethe begreifen. Aber ich werde deinen Beitrag nicht vergessen. Persephone, ich habe nur versucht. Von nun an werde ich dich besser im Auge behalten, Freundin. Du wolltest Adonis nicht helfen. Du wusstest, dass die Frau nach einem Schluck des Wassers keine Unterstützung mehr wäre. Die Frau versprach zu helfen. Das war keine Lüge. Und was meine Beweggründe betrifft, sagte ich dir bereits, die gehen nur mich etwas an. Doch wenn Sterbliche ihre Vergangenheit so verzweifelt hinter sich lassen wollen, sollte Persephone nicht die Macht haben, sie daran zu hindern. Wenn Sterbliche vom Wasser der Lethe trinken wollen, ist das ihre Entscheidung. Dafür brauchen sie Persephones Erlaubnis nicht. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Ich muss jetzt allein sein. Ich brauche Ruhe von deinen geistlosen Worten. Vielen Dank. Noch ein Schluck. Quest abgeschlossen. Und damit auch haben wir auch die Folge abgeschlossen. Wie lieb, oder? Sprich mit der Karte. Ich wollte einfach mal die hier machen. Na gut, dann machen wir erstmal die hier. So, ja, so. Machen wir halt dieses beliebt. Gut, dann machen wir es in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal, euer Pyrus. Tschüss, haut rein, ciao.